Jetzt. Durch die Bars zu ziehen war immer ein Abenteuer. Ron zelebrierte seine Ankunft als Auftritt und erwartete stets im Zentrum des Interesses zu stehen. Er liebte es, in einem schicken Anzug aufzutauchen und zu behaupten, ein reicher Anwalt aus Dallas zu sein, der im Jahr 81, ich wiederhole, im Jahr 1981 hatte er bereits reichlich Zeit in Gerichtssälen verbracht und er kannte den Jargon und die Marotten der Anwälte. Können Sie bitte erklären, was ein Jargon ist? Ja, klar, so was ähnliches wie ein Jaguar. Marco, weißt du, was wir nächstes Mal machen? Lesestunde. Hm? Was? Hier. Entschuldigung. Geht los? Nächstes Mal geht's doch. Steht doch alles. Im Tellerauftritt seine Parabole gab er überall zum Besten. Von Norman. Dennis Fritz hielt sich im Hintergrund und genoss das Spektakel. Können Sie nochmal erzählen, wie das Buch heißt? Ja, natürlich, klar. Der Gefangene. Von? Manuel Rogal. Er ließ Ron gewähren. Wurde. Ja, ich kann nur nicht arbeiten hier. Er ließ Ron schlecht vorlesen, ne? Er ließ Ron gewähren. Aber das mit Lesezeichen hast du auch schon verlassen. Wurde der gemeinsame Ausflüge aber allmählich etwas überdrüssig. Ein Barbesuch mit Ron lief in der Regel auf Probleme und unerwartetes Ende hinaus. Als im Sommer 82 einmal nach einer durchzechten Nacht nach Ada zurückkehrten, verkündete Ron plötzlich, er wolle nach Gelbe fahren. Ey, scheiße, Mann. Und wenn sie nicht gestorben sind, bumsen sie noch heute. Voll der Bumsen. Ein schöner Buch.